Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Wir haben den zweiten Turm hier fertig gemacht und wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Turm. Warum auch nicht? Denn der dritte sollte dann in der Lage sein, oder mit Hilfe des dritten sollten wir in der Lage sein, alles miteinander zu verknüpfeln. Und die Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Aktuell sehe ich hier nichts auf der Karte. Warum sehe ich das Ziel hier nicht? Boah, was? Komm. Oh, Leute. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. So, wo ist denn eigentlich mein Ziel hier? Ich habe kein Ziel. Ich muss es, glaube ich, hier weglassen. So. Und sehe es dann wenigstens. Okay. Das war... Oh, oh. Komm. Genau so. Wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, den es sicherlich geben wird, aber... Ich fahre hier wahrscheinlich... So, dann geht's hier raus. So, wir müssen halt da lang. Ziemlich sicher, dass wir hier lang müssen. Oder? So viel dazu. Wir fahren mal zurück. So, da lang. Ich finde das hier ganz gut gelöst eigentlich. So gerade durch. Und wenn es abzweigt, richtig, müssen wir mit abzweigen. So, hier müssen wir lang. Ah, da sehen wir auch den Turm schon. Lieblingsplatz auf der Erde? Ich war nicht oft dort. London vielleicht? Gute Aha. Wahl. Was waren jetzt die blauen Punkte? Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Ah. Das sieht nach einer Art Kett-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. So, komm. Komm. So, haben wir. Achtung, Kett! Achtung, Kett! Ja. Uiuiuiuiuiui. Kommt der hier? Jawohl. Feindliche Shuttle im Anflug. Nicht noch eins. Ich muss mal gucken, dass ich meine Einheit ein bisschen besser bewegt kriege. Aua. Hier oben gibt es Munition. Okay, einer ist weg. Kommt her. Na. So, noch einer weg. Oh. Boah. Mach den kaputt.
Oh, nicht schon wieder. Dann nimm sie. Boah. Lass mich durch. Oh, oh. Oh. Nicht schon wieder. Wow, 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 wow. Nun komm lieber raus da. Achtung, Granate! Ja, ich bin. Ich habe einen erledigt. So. Ach, das ist. Ah, I see, I see. Ich muss unbedingt langsam eine andere. Irgendwie aufgestachelt waren? Tja, die Frage ist von wem. Da hinten kommt schon wieder was. Da hinten kommt schon wieder was. Kommen wir hier überhaupt weiter? Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Aber wie? Was ist das da? Oh, hier ist ein Behälter. Jawohl, nehmen wir alles mit. Und hier, ah. Gut, so. Dann gehen wir mal jetzt hier rein. Da haben die hier echt eine. Was ist denn damit jetzt deaktiviert worden? Hallo? Halt. Komm mal zurück hier. So. Was ist das hier eigentlich? Reflektive kinetische Barriere. Okay. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie. Aber wir haben doch schon ausgeschaltet, oder nicht hier? Wow. Hier blinkt irgendwo was. Oh, machen wir den aus. Na, siehste. Geht doch. Was jetzt? Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Was? Wer sind Sie? Beeindruckender Auftritt? Na klar, ja. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Mein Name ist Sarah Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Wir behaupten uns erkunden. Erkunden. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cat sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Super. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Kroganer wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich der Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Na, also jetzt. Schon okay.
Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Tja. Nun ja, nach Glyphenscannen. Wir haben das gleiche Spielchen erstmal. Ein Bot-Chassis. Eine Artefaktkiste ist das. Da kommen wir aber nicht ran. Ein Terminal. Oh. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist eine Mischung aus Cat-Schrift und Notizen, die in einer Milchstraßensprache verfasst wurden. Die Cat haben offenbar Forschungsaufzeichnungen einer unbekannten Quelle abgefangen. Einige Bruchstücke. Nur aus Spaß darauf geschossen. Es könnten stundenlang Dauerbeschuss verkraften, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Diese Beobachter haben angefangen. Aus dem Shuttle. Das Zeug ist schwerer, als es aussieht. Ohne Biotik hätte ich jetzt ernsthafte Probleme. Letztes Mal ist mir voll auf meinen... wieder meine Sensoren umgeworfen, um Deckung zu suchen. Diese knochigen weißen Arschlöcher sind nicht... Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich übersetzen, der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Um sie wirklich verstehen zu können, okay. Nur der Titel teilweise dieser unbedeutende Idiot, Morgan und Krogana. Ah. Ja, gute Frage. Was haben wir hier? So, da brauchen wir noch nicht durch. Wir gucken noch weiter. Komponenten. Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Oh, hier wurde jemand... Hier wurde jemand... Aber sowas von... Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ah, wir können somit auch langsam dann vielleicht übersetzen lassen, ha? Nur der Titel dieser Nachricht und eine weitere Sprache, Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich Entsorgung. Okay, wir sind eine niedere Spezies... und können entsorgt werden. Gut zu wissen. Oder auch nicht. So, wir haben noch was zu tun, ne? Wir müssen da drüben hin. Das machen wir hier über die Mitte. Und müssen uns da noch ein paar Sachen holen. Beziehungsweise, da steht ja. Genau. Wir müssen eben ein paar Glyphen scannen. Das heißt, ich guck mal. Hier oben gehen wieder Leitungen hin. Da ist einmal da oben eine. Und das geht dort in der Mitte und da hinten. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie... Oh, ja. Wir wollen nicht 0,002 Millisievert. Ah, guck mal, das Ding ist hier umgefallen. Wahrscheinlich von da oben. Da drüben ist das Ding. Warte mal. So. Da ist es einmal und da ist das andere. Das heißt, wir müssen da nach oben... Hier hinten, da. Nummer 1. Wo ist das andere? Das ist da hinten. Ah, das ist zu weit weg. Schade. Man muss dann wirklich da hoch, wa? Okay, überlebt. Und wir müssen durch die Strahlung da hoch. Okay. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Obwohl. Jetzt hat es ja geklappt. Gut, also wir nehmen definitiv keinen Fallschaden. Das haben wir jetzt definitiv geklärt. Und wir schalten die nächste Reliktkunst. Ah nee, wir müssen wieder hacken, ne? Eingabe akzeptiert. Erledigt. Die Monolithen sind online. Was sind das da hinten? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Was ist denn das da hinten? Unternehmen Sie nichts ohne mich. Guck mal, was da hinten dieses... wo müssen wir denn hin?
Aha. Okay, da brauchen wir unser Gefährt. Das steht dort hinten. Ach, da müssen wir nach unten, okay. Schade. Kommen wir hier hinten überhaupt raus? Ich sollte aufpassen. Ich glaube, hier geht's ganz tief runter. So. Ja. Hier. Oh ja. Ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Und hier sind noch ein paar Überreste. Hier sind auch noch ein paar. Enzymampullen. So. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Sind die alle überhaupt alle drinne? Ja. Scheinbar werden die direkt rein teleportiert, wenn es soweit ist. Ach, guck mal, da drüben ist. Ist es das? Warte mal, wie kommen wir da am besten jetzt hin? Wir müssen auf diese Insel rauf. Ah, okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier einen Weg finden. Ich glaube, da hinten können wir... Wir müssen einmal hier rundherum fahren und dann können wir gleich da hinten runter. Oh, Viech. Da vorne. Das sieht wie ein Konstrukt der Kette aus. Okay. So. Oh, hier ist keine Strahlen, doch. Hätte mich jetzt gewundert. Was kommt aus dem See? Wow. Die Tech ist auch unterirdisch. Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Was ist da drüben? Guck mal, da ist ein Shuttle da drüben. Wow. Ja. Ach, hör auf. Oh, es bildet sich eine Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Guck mal, hier ist ein Shuttle. Hier sind Leute. Was ist das? Wer ist hier? Ach, sie. Ja, guten Tag. Ich gehe mal runter. Mal sehen, was wir da finden. Und hier ist es wieder sicher. Nein! Hoffentlich hat die Demo Ihnen Spaß gemacht, um Ihr Abenteuer in anderen Winter fortzusetzen. Ich hoffe, Sie einfach die Vollversion des Spiels. Ihre Fortschritte werden automatisch übernommen. Natürlich können Sie die Welt auch noch weiter erforschen, bis Ihr Demo-Zugang endet. Ja, wir haben es ja schon gekauft, aber offiziell ist es ja noch nicht released. Lebenserhaltung also, wiederhergestellt. Okay, das heißt, wir stehen hier vor einem großen Wendepunkt. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist Folgendes. Habe ich die Möglichkeit, hier irgendwo zu irgendetwas hin wie eine Art Schnellreise zu machen? Zum Beispiel hier. Was ist das hier? Ist es möglich, eine Schnellreise zu machen oder muss ich dann wirklich die ganze Tour fahren? Ach, guck. Und hier gibt's auch noch... Ach, hör auf, hier gibt's ja auch ein... Oh, nee. So, das waren die Türme. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Aufklärungsposten. Mhm. Hier haben wir noch ein paar Sachen, Erinnerungsauslöser, die wir noch alle einsammeln können und sollen, damit wir hier noch weiterkommen. Also das mit der Schnellreise, das gucke ich mal. Und wir stehen jetzt hier wirklich an einem Scheideweg. Also da habt ihr es ja mitbekommen. Also wo es dann letztendlich weitergeht mit
ja, ne, mit dem mit der Story, aber eben halt erst im Vollspiel. Und ich muss mal sagen, so zusammenfassend, mir persönlich gefällt dieses Spiel sehr gut. Mag sein, dass der eine oder andere sehr stark oder weniger stark kritisiert. Das ist jedem auch selbst überlassen. Das möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Aber mir gefällt es, dass sie versucht haben, eben das Ganze zu verlagern in ein neues Universum. Damit kriegen sie meines Erachtens auch den Bogen vernünftig gespannt. Ich bin auch gespannt, wie der Bezug zu Shepard noch aufgebaut wird, weil wir ja die Möglichkeit hatten, das ja mit anzugeben, ne? Also wo war Shepard männlich oder weiblich? Mal schauen, wie sich das noch in irgendeiner Art und Weise widerspiegelt. Das werden wir aber jetzt mit Sicherheit hier nicht feststellen können. Vielleicht hat das alles trotzdem noch irgendeine Art Zusammenhang. Ich werde mal dann gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier eine Art Schnellreise zu machen. Das wäre nämlich dann richtig schön. Und boah, ansonsten mache ich an der Stelle hier ein kleines Päuschen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es offiziell weitergeht. Es sei denn, ich habe zwischendurch hier rausgefunden, wie das mit den Schnellreisen funktioniert. Und ja, würde dann nämlich schon noch ein paar kleine Nebenmissionen machen. Die haben wir ja hier, ne? So, ein paar. Ja. Und deswegen hat er auch immer die Quest versucht zu erzwingen, hierher zu kommen. Ah, wir verstehen es langsam. Nicht so gut. Bis zur nächsten Folge. Ich muss mich hier sowieso ins Auto verpacken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, ich werde dann weitermachen, wenn das Spiel da ist. Und ja, bis dahin. Euer Firefox.